Radio Okito, Radio Okito, 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 von Mensch zu Mensch. Radio Okitok, Fakten, Fakten, Fakten aus der Serie Europa brennt. Es begrüßt euch alle ganz herzlich, Franz Josef aus Graz. Heute ist Dienstag, der 28. Mai 2019. Begrüße ganz herzlich alle, die schon länger dabei sind, und ein Hinweis für die, die heute das erste Mal darauf gestoßen sind. Es gibt also aus der Fakten-Serie auf Okitok eine ganze Reihe von Beiträgen bereits. Wichtig ist, es gibt zwei Beiträge zum Ex-Bundeskanzler Kurz, die man hier noch einmal als Faktenlage hinterlegen kann. Die heutige Sendung beschäftigt sich wiederum mit Ibiza-Gate. Und zwar schauen wir uns im Teil 51 dieser Folge an. Van der Bellen hat ja gesagt, wie er davon erfahren hat, so sind wir nicht. Die Frage ist, ja, wenn wir so nicht sind, wie sind wir dann? Worum geht es hier eigentlich? Im vorigen Teil haben wir auch schon über Ibiza-Gate berichtet und haben uns angeschaut, wer ist der Auftraggeber. Das wissen wir noch nicht. Es gibt dann eine Zusammenarbeit zwischen dem inzwischen bekannten Anwalt und seinem Netzwerk und der Überwachungsfirma, die das Spioniervideo hergestellt hat, illegalerweise. Das ist soweit bekannt. Und wir wissen auch, dass Spiegel, die Süddeutsche, das erst veröffentlicht haben und mit dieser Veröffentlichung selbst ein Ereignis ausgelöst haben. Das haben wir als Ereignis bezeichnet. Und dieses Ereignis wurde ausgelöst, um die Energie, die daraus entsteht, zur Steuerung in eine bestimmte Richtung zu verwenden. Und diese Steuerung geschieht medial durch die Reaktion der Systemmedien, geschieht aber auch durch die Mitspieler, also die Reaktion in dem Fall von Strache, Kurz und Van der Bellen. Es wurde dann in die Richtung gesteuert, dass Kurz die Koalition gesprengt hat, indem er den Rücktritt von Kickl verlangt hat, der absolut nichts damit zu tun hat. Das ist also out of place. Das ist eine Sippenhaftung, die wurde bis jetzt noch nie angewendet in der österreichischen Politik. Und was schließlich und endlich zu einem Misstrauensantrag gegen die ganze Regierung geführt hat. Und jetzt ist die österreichische Regierung aufgelöst worden und der Präsident schaut, dass er eine ganz neue Übergangsregierung ohne den Ex-Bundeskanzler Kurz einsetzt. Gut, wie ist jetzt nach dem Ereignis der Veröffentlichung die Steuerung aufgesetzt worden? Wie haben die Medien darüber berichtet? Wir werden sehen, dass es bei verschiedenen Ereignissen von Bekanntgaben oder von Veröffentlichungen verschiedene Möglichkeiten der Steuerung gibt. Und hier wurde eben jene gewählt, die die österreichische Regierung gesprengt hat. Die Erstreaktion der deutschen Medien, also von Spiegel und Süddeutsche, war, dass es sich hier um einen Skandal handelt, um einen beispiellosen Korruptionsskandal. Kurz hat das dann aufgenommen und hat gesagt, das Video, was dort gesagt wurde, ist widerlich. Es ist ein
Beispiel für Machtmissbrauch durch die FPÖ und genug ist genug. Van der Bellen hat dann gesagt, und ist auch der Titel dieses Teiles, so sind wir nicht. Und dass das verstörende Bilder sind. Nun, wenn wir nicht so sind, wie sind wir dann? Schauen wir ein bisschen genauer in den Fall rein und wie wir denn in die gesamte österreichische Politik, also so wie wir sind, einordnen können. Wichtig ist einmal zu wissen, dass die Oberstaatsanwaltschaft Österreichs festgestellt hat, nachdem sie diese Videoschnipsel begutachtet haben, dass hier keine Straftat vorliegt. Wörtlich konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat lassen sich daraus nicht gewinnen. Das wurde dann über Ö1 auch verlautbart. Aber es gibt auch eine schriftliche Stellungnahme der Oberstaatsanwalt dazu. Wir merken uns also, Strache hat hier keine Straftat begangen. Aber wenn er jetzt in den Medien so vor sich hergetrieben wird, was hat Strache, sagen wir mal, als EU-Kritiker falsch gemacht? Und vor allem, was macht Schwarz, Rot, Grün, die alle glühende EU-Befürworter sind, richtig? Ja, es geht hier, und wenn wir irgendwie sind, wie hier in Österreich, dann können wir geheim halten. Und die skandalfrei richtige Geheimhaltung schauen wir uns jetzt an einigen Beispielen an. Nämlich einmal, Bundeskanzler Kurz selbst macht es richtig. Er war also im elitären US-Summercamp Yellowstone Retreat und das wird also von Google betrieben. Und was dort passiert, das ist streng geheim. Wir sehen also, was dort passiert, ist streng geheim. Und auch die offizielle Aussage ist, dass es hier zu einem streng von der Öffentlichkeit abgeschirmten Gedankenaustausch gekommen ist. So sind wir also, wenn wir zu irgendwelchen abgeschirmten Gedankenaustauschen fahren als österreichische Politiker, dann ist das streng geheim und von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Ein zweites Beispiel der österreichischen Geheimhaltung ist die Mitgliedschaft von Ex-Bundeskanzler Kurz beim European Council on Foreign Relations von Soros, der also zu einer Zentralfigur in Europa im Augenblick wird, immer mehr. Und im European of Council Relations, hier sehen wir viele verschiedene Parlamentarier. Wir sehen das hier in erster Linie 46 Parlamentarier, 71 von der sogenannten Civil Society, das sind in erster Linie NGOs. Dann haben wir 46 dabei, die sind Business Leaders. Und hier haben wir zum Beispiel die Österreicher. Wir sehen von Sebastian Kurz, der wird hier noch als Kanzler geführt, im Gegensatz zu Wolfgang Schüssel, der auch dabei ist und der als einer der Masterminds von Kurz gehandelt wird, Wolfgang Schüssel, der Schweiger, der beim Kabinett Schüssel 2 ja das Wunder vollbracht hat, dass er als Wahldritter, die ÖVP war damals an dritter Stelle bei den Nationalratswahlen, trotzdem Kanzler geworden ist, nach viermonatigen Parteiengeheimverhandlungen. Hier sehen wir wieder,
auch zur Regierungsbildung gibt es bei uns Geheimverhandlungen. Daher ist in Österreich die Geheimhaltung so wichtig. Das ist also die, was Kurz richtig macht, dass er, wenn er zum Council on Foreign Relations von Soros geht, sicher sein kann, dass das dort geheim gehalten wird. Eine andere Gruppe, die ja inzwischen immer mehr bekannt wird, das sind die Bilderberger. Und es gibt also auch, was die Bilderberger anbelangt, jene Geheimhaltung, die durch die Medien gewährleistet wird, denn die Medien stellen dazu keine Fragen. Man weiß zwar, wer bei den Bilderbergern ist, das ist also die Webseite der Bilderberger. Überraschenderweise sind die Teilnehmer des heurigen Meetings, das übermorgen am 30. Mai in Montreux in Frankreich beginnt, schon eingetragen. Und wenn wir hier suchen, wer von Österreich dabei ist, dann gibt es hier die Rektorin der Wiener Wirtschaftsuniversität, die ist das erste Mal dabei, Hanna Bieker-Edeltraut. Wir sehen den Rudolf Scholten, das ist also ein Dauerbesucher bei Bilderberger, das geht über viele, viele, viele Jahre. Und den Zeiler Gerhard, den Kassier von Warner Media, also ein Medienvertreter, sind drei heuer dabei bei den Bilderbergern. Pam war nur einmal das letzte Mal dabei, wurde heuer anscheinend nicht mehr eingeladen. Das hat nicht so gut funktioniert, dass sie hier die SPÖ in eine Position bringt, dass sie entscheidende Rolle in Österreich hat. Gut, auch bei den Bilderbergern sehen wir, ist die Geheimhaltung gewährleistet. Ein weiterer Punkt der österreichischen politischen Kultur und der europäischen politischen Kultur ist durch eine Richtlinie der EU festgeschrieben, nämlich die Geheimhaltung über die Sitzungen des Regionalausschusses der EU. Auch dazu stellen die Medien keine Fragen, wichtig eben für diese Geheimhaltung. Und wir sehen hier die Mitglieder des Europäischen Komitees für Regionen. Hier sitzen die direkten Vertreter aus den EU-Regionen, die in Österreich noch Bundesländer heißen. Es sind 11. Wie gesagt, die Links sind im Faktennachweis. Der Link zum PDF ist unter dem Video. Kaiser Peter von Kärnten ist schon lange dabei. Der hat auch bestätigt, dass hier die Migration von 70 Millionen Migranten nach Europa bestätigt wurde und besprochen wurde. Es ist Miki Leitner dabei. Häupl fehlt. Der war vor einiger Zeit noch dabei und scheint jetzt ausgetauscht worden zu sein, nachdem er nicht mehr Bürgermeister ist. Diese 11 Vertreter beim Regionalausschuss der EU sind bekannt. Es ist den Medien bekannt, dass die Sitzungsprotokolle 30 Jahre lang gesperrt sind. Das ist also eine Geheimhaltung aufgrund einer EU-Richtlinie und daher fragen hier die Medien auch nicht nach, was hier in Bezug auf 5G und diese Migration von 70 Millionen nach Europa besprochen wird. Wenn sich etwas nicht mehr geheim halten lässt, und zwar können wir uns vielleicht erinnern an den Fall Strasser, ÖVP, EU-Lobbyist in Brüssel. Da ist auch ein Video geleakt, das wurde aber nicht installiert und da wurde ihm keine Falle gestellt, sondern das hat er sozusagen am Wirtshaustisch ganz lustig erzählt und hat von seinen Korruptionsfällen erzählt. Und
führte dann zum Parteiausschluss. Es gab ein strafrechtliches Verfahren und Herr Strasser ging ins Gefängnis. Und jetzt der richtige Umgang mit einem solchen Fall, nur einmal kurz in der Presse berichten und dann vergessen. Einen weiteren richtigen Umgang, wie wir das in Österreich machen, wenn auch strafrechtliche Sachen ans Licht kommen, ist die Verurteilung von Benko im Jahr 2014 wegen Korruption, auch strafrechtlich, auch mit einem Gefängnisaufhalt. Wichtig auch hier für gelernte Österreicher, der richtige Umgang vergessen. Ja, damit verstehen wir jetzt ein bisschen besser, was Van der Bellen gemeint haben könnte, so sind wir nicht. Das heißt, Geheimhaltung ist für die österreichischen Politiker etwas, was sie zu einem guten Politiker macht.